Hallo Stier, herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal Zehnstern Astrologie. Mein Name ist Emanuel von Zehnstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Schön, dass du zurück bist und schön, dass du dir diese Prognose anschauen möchtest. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt diesen Kanal, sodass du keine Videos in der Zukunft verpassen kannst. Und nun die allgemeine Prognose. Zwischen dem 1. und dem 3. des Monats hast du Sonne, Sextil, Saturn. Die Suche nach Sicherheit und Stabilität scheinen eine Priorität im Dezember 2021 zu sein. Am Monatsanfang gibt es eine Reihe von Aufgaben und Pflichten, die du zu erledigen hast. Am 4. Dezember hast du eine Sonnenfinsternis in Schütze. Diese Finsternis wird sich bis Februar 2022 stark auf deine finanzielle Stabilität auswirken. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, lieber Stier, dass du durch andere Menschen finanzielle Vorteile erhältst. Themen wie zum Beispiel Geldanlage oder Ausbildung können wichtige Schwerpunkte für dich sein. Zwischen dem 5. und 7. des Monats hast du Merkur Quadrat Neptun. Obwohl du gute Aussichten im Bereich des Geldes haben kannst, solltest du trotzdem achtsam und vorsichtig mit deinem Vermögen umgehen. Geld zu leihen oder zu verleihen wäre im Dezember komplett falsch. Zwischen 8. und dem 10. Dezember hast du Mars Quadrat Jupiter. Konflikte oder Machtkämpfe sind möglich. Sei vorsichtig, mit wem du Geschäfte machst. Im privaten Bereich kann einen Mann geben, der hemmungslos und manipulativ ist. Zwischen dem 11. und 25. des Monats hast du Venus Konjunktion Pluto. Neue und ernsthafte Entwicklungen sind im Liebessektor möglich. Die Planung einer Reise, Auswanderung oder Umsiedlung kann entworfen werden. Am 13. Dezember tritt Mars in Schütze ein. Bis 24. Januar kann man sich ums Geld oder Vermögen streiten. Die Regelung von steuerlichen Belangen oder die Tätigung einer wichtigen Investition können an Relevanz gewinnen. Auch am 13. ist Merkur in Steinbock eingetreten. Themen wie Bildung und Behörde können bis Mitte Februar in den Vordergrund rücken. Zwischen dem 14. und 16. hast du Mond in Stier, also in deinem Zeichen. Du wirst an diesen Tagen sehr beschäftigt mit der Erledigung einer Aufgabe sein. Jemand kann sich gegen dich wenden, behalte dementsprechend bitte die Ruhe. Am 19. des Monats hast du einen Vollmond in Zwillinge. Viele Stiere werden mehr als eine Tätigkeit ausüben müssen, um finanziell über die Runden kommen zu können. Du wirst dich bemühen, neue Optionen für die Zukunft zu finden. Am 20. Dezember hast du Merkur Trigon Uranus. Du wirst alles tun, was du kannst, um dein Leben in eine neue Richtung zu lenken. Es kann sein, dass du im kommenden Jahr den Wunsch hast, dein Job oder Wohnort zu wechseln. Am 21. hast du Sonne in Steinbock eingetreten. Eine Reise oder Besuch kann sich ergeben. Du solltest offen für neue Erfahrungen und Möglichkeiten sein, damit du einem Ziel näher kommst. Zwischen dem 22. und dem 24. Dezember hast du Saturn Quadrat Uranus. Große Einschränkungen und Hindernisse können entstehen. Jegliche Lebensänderung, die man herbeiführen möchte, bedarf Geduld und neue Handlungsstrategien. Am 29. des Monats hast du Merkur Konjunktion Venus. Du solltest nicht jedem deine Probleme erzählen, ansonsten könnte jemand das Wissen über dich gegen dich verwenden. Und dann am Jahresende zwischen dem 30. und 31. hast du Merkur Konjunktion Pluto.
Ernsthafte Auseinandersetzungen mit anderen Menschen sind am Jahresende möglich. Positiv betrachtet wirst du große Fortschritte machen, die mit Erfolg gesegnet sind. Lieber Stier, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der Prognose. Falls du eine große Ratberatung oder ein Jahreshoroskop benötigst, kannst du diese jederzeit auf meiner Homepage buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.